Alors là, gut, ja, ich bin dann der Daniel Messer, promovier am Helmholtz-Zentrum Berlin und ich komme ja ursprünglich komme ich aus Mexiko. Ich habe sogar hier meinen offiziellen mexikanischen Ausweis dabei. Gut, ich komme aus Mexiko, ne? Und gut, und ich promoviere im Bereich Photovoltaik. Das bedeutet, dass ich so Solarzellen mache und ich versuche zu verstehen, wie sie funktionieren und wie man bessere Solarzellen machen kann. Und der Teil von den Solarzellen, die ich untersuche, sind die Kontakte, ne? Das werden wir gleich sehen. Eine Solarzelle ist ein bisschen so wie eine Lasagne. Beide haben Schichten und so jede Schicht hat so eine unterschiedliche Funktion. In diesem Fall, ich untersuche die Kontakte und die sind verantwortlich für, um die Elektronen sozusagen raus aus der Zelle zu transportieren. Ne? Und so in diesem Fall wäre sozusagen die Schichten, die ganz oben und ganz unten sind. Und so wie hier in der Lasagne, so einfach ganz oben Käse und Pasta. Ne? Das sind zwei verschiedene Schichten. Nun gut. Um dieses Thema euch zu erklären, habe ich so eine kleine Geschichte vorbereitet. Ne? Und zwar fangen wir an mit der Currywurst-Debatte. Ne? Das kennen wir alle, die Currywurst-Debatte. Die Berliner sagen, wir haben die Currywurst erfunden und die Hamburger sagen, nee, die Currywurst kommt aus Hamburg. Ich glaube sogar, die Leute aus dem Ruhrpott sagen, nee, die Currywurst kommt aus dem Port. Ne? Und ich glaube sogar, die Bielefelder sagen, dass sie... wir alle wissen, dass es Bielefeld nicht mal gibt. Ne? Nie aufklären, aber die Pizza, und zwar die Pizza Margherita. Die Pizza Margherita wurde in Berlin erfunden und ich werde euch erzählen ungefähr, wie das passiert ist. Es war einmal so eine Kneipe, eine kleine Person, hier ist der alte Hund und da waren so der Besitzer mit seinen Stammgästen und da haben sie Bier getrunken und so für den kleinen Hunger gab es so Brot mit Käse als Snack, da konnte man das essen. Und dann eines Tages kam ein Typ so in den Keller und sagte, ja, ich hätte gerne eine Pizza. Und dann sagt er jetzt, ja, wie hat er Pizza bestellt, wenn es die Pizza noch nicht gab? Ja, ganz einfach, weil dieser Kerl kein normaler Kerl ist, sondern der Kerl kam aus der Zukunft. Der war ein Zeitreisender und der kann schon Pizza. Und dann hat er gesagt, ja, ich hätte gerne eine Pizza. Und der Besitzer hat gesagt, ja, das können wir nicht, wir haben Brot mit Käse. Er hat gesagt, ja, aber Pizza ist fast wie Brot mit Käse. Ne? Pizza ist Brot mit Käse und Tomatensauce. Ne? Und der so Kneipenbesitzer sagte, ja, aber Brot mit Käse schmeckt ziemlich gut. Und er sagte, ja, aber Pizza schmeckt noch besser. Ne? Da sagte, lass mal das dann austesten. Ne? Wie sagst du, dass man so Pizza macht? Der sagt, ja, du musst zuerst so einen Teig machen und das kann ein bisschen aufwendig sein, aber so schmeckt die Pizza am besten. Und dann machst du drauf so Tomatensauce und Käse und backst das Ganze. Und dann sagt er, ja, ungefähr wie viel Tomatensauce und Käse und bei welcher Temperatur muss ich das Ganze machen und so weiter und so fort. Und dann sagt er, ja, keine Ahnung, Sie sind hier der Koch. Und dann sagt dieser Typ, ja, okay, lass mal einen Test machen, aber nicht, ich werde nicht den Teig machen, weil das ist so aufwendig, lass mal einfach einen Test auf Toast machen. Er geht so, kauft eine Packung Toast und dann hat er so seine, geht in die Küche und er hat seine Testoscheibe und die sehen ungefähr so aus, ne? Und dann macht er drauf Tomatensauce. Ne? So, einmal mit viel Tomatensauce und dann immer weniger und dann macht er Käse drauf, ne? Und dann hat er auch so einmal mit nur Tomatensauce und dann ein bisschen mehr Käse und immer weniger Tomatensauce und hier mit viel Käse und dann hat er sozusagen alle verschiedenen Möglichkeiten, ne, für die Mischungen von Tomatensauce und Käse. Und dann kommt er raus und gibt diese Testoscheiben an seine Stammgäste und der fragt, ja, welche schmeckt am besten. Ne? Und lustigerweise, die drei Stammgäste haben unterschiedliche Meinungen. Ne? Das ist ganz normal, der findet diese Mischung am besten und der die Mischung da und so. Und das ist nicht so komisch, weil okay, alle haben unterschiedliche Kriterien, um zu bestimmen, welche Mischung die beste ist. Ne? Zum Beispiel für den ersten, das ist nach Geschmack, ne? Der ist ein ganz normaler Typ, ich glaube, ich bin so ein Typ. Einfach die Pizza, die am besten schmeckt, dann das ist die beste Pizza. Ne? Für den zweiten, der ordnet die Pizzas nach Hause. Ne? Keine Ahnung, wie man das machen kann, aber ich glaube, jeder von uns kennt einen so. Keine Ahnung, wie man das macht, aber gut, es gibt Leute, die sowas machen. Und der dritte ist ein sehr eleganter Typ, ne? Also für ihn, wenn man ihn fragt, ja, wie kannst du sagen, welche Pizza die beste ist, er sagt, für mich ist es wichtig, wie viel sich die Tomatensauce mit dem Brot mischt. Ne? Keine Ahnung, aber okay, legitim, sein Kriterium. Und ja, und dann
der Kneipenbesitzer fängt dann ein bisschen die Nerven zu verlieren und er sagt, okay, jetzt gehe ich den Teig machen. Und wenn ich so komme, sagt er mir, welche ist die beste Mischung für die Pizza? Und dann geht er weg und die fangen an zu quatschen, zack, zack, zack und so zu diskutieren. Und wenn der Besitzer so kommt, haben sie sich glücklicherweise für eine Mischung entschieden. Und dann geht der Kneipenbesitzer mit dem Teig und macht diese Mischung drauf und er backt diese Pizzas mit verschiedenen Temperaturen und dann bestimmt er die beste Backtemperatur und das schmeckt am besten und tada, zack, Pizza Wunder, ne? Tada. Gut, und jetzt, ja, und zeig dir jetzt, was hat denn alles mit Salate zu tun? Gut, ich bin ein bisschen so wie diese Kneipenbesitzer, ne? Da sitze ich in meinem Labor, ich bin so der alte Doktorand. Und auf einmal kommt mein Chef rein und er sagt, Daniel, lass mal Indiumwolframoxid austesten. Ne? Und ich sage, ach, aber wir haben schon Indiumoxid, wir kennen das schon, das funktioniert ganz gut. Ne? Und er sagt, ja, aber Indiumwolframoxid ist fast wie Indiumoxid. Ne? Da musst du nur das Indium mit Sauerstoff und ein bisschen Wolfram. Das funktioniert ganz gut, ja, besser funktionieren, ne? Dann sage ich, okay, ja komm, lass mal einen Test machen. Also. Ungefähr wie viel Wolfgang in Indium muss ich reinmischen? Der sagt, ja, keine Ahnung, Sie sind hier. Sagt, du machst ein paar Solarzellen, dann machst du diese Mischung, also in dem Wolframoxid drauf und so weiter und so fort. Und dann sage ich, nee, lass mal einfach einen Test auf Glas machen. Und das ist nicht so schlimm, weil Solarzellen sind aus Silizium gemacht und Glas ist hauptsächlich so Siliziumdioxid. Das ist, dann kann ich so mir die ganze Arbeit sparen, um die Solarzellen zu machen. Als Doktorand muss man sich aussuchen, welche Arbeit man sich spart. Aber gut, dann meine Testglasscheiben sind ungefähr so aus und dann mache ich drauf so Indiumoxid. Aus, aber das ist ganz unspektakulär. Lass mal einfach mit der Analogie bleiben. Sie sind ungefähr so. Und dann komme ich raus und frage meine Stammgäste, die sind nicht meine Stammgäste, ich frage, welche ist die beste Mischung? Das sind nicht die Stammgäste, sondern die Geräte, mit denen ich arbeite. Ne? Mit dem ersten kann ich die Leitfähigkeit bestimmen. Ne? Und dann ist es ganz einfach, das sind die Kontakte, die müssen so die Elektronen raus transportieren. Je leitfähiger, desto besser. Ne? Das ist ganz einfach. Für den zweiten, es ist wichtig, wie diese Scheiben aussehen. Ne? Der misst die Transparenz von diesen Scheiben und der guckt sich, das mache ich mit einem Lichtspektrometer, und dieser Lichtspektrometer guckt sich die Scheibe so von vorne an und dann von hinten an und dann mit rotem Licht und dann mit grünem Licht und dann und so weiter und so fort mit alle verschiedenen Farben und dann kann man wissen, wie viel von der Licht, die von der Sonne kommt, durch diese Scheibe geht und wie viel Licht absorbiert in der Scheibe wird und wie viel Licht reflektiert wird und so weiter und so fort. Und das ist wichtig, weil wir möchten so viel Licht wie möglich rein in die Solarzelle zu kriegen, damit wir mehr Energie produzieren können. Ne? Und das mache ich so mit diesem Lichtspektrometer. Ja, und die Graphen sehen ungefähr so aus. Ne? Egal. Der dritte ist ein sehr eleganter Typ. Das ist eine Methode, die man nennt, das misst man die Bandverbiegung. Oder sozusagen, wie die elektronische Anpassung zwischen dem Silizium und dem Indiumwolframoxid ist. Ne? Das ist relativ elegant, diese Methode, und ich würde relativ viel Zeit, um diese Methode zu erklären, was im Prinzip nur bedeutet, dass ich sie noch nicht richtig verstehe. Aber dafür ist mein Doktor. Und gut, was ich euch sagen kann, ist, die Anlage sieht ungefähr so aus, die Messungen sehen ungefähr so aus. Da kann man sehen, wie die Bänder sich verbiegen, manchmal viel, aber manchmal wenig. Verstehe ich noch nicht so gut, aber gut, wenn ich das verstehe, mache ich einen neuen Samstag. Und sagen, okay, ich gehe jetzt einen Teig machen, die Solarzellen, und ihr entscheidet euch, welche die beste Mischung ist. Ne? Und das macht man nicht, indem man quatscht, sondern diese drei Leute, man nimmt die Ergebnisse von den ganzen Messungen und dann mit einem Rechner kann man so eine große Berechnung machen und sagen, okay, so viel Licht kommt rein und dann die Elektronen gehen raus und so weiter und so fort. Und wenn ich so komme, mit den Solarzellen fast fertig, der Rechner hat
die beste Mischung entschieden, um diese in dem Wolframoxid-Mischung drauf auf die Zellen zu machen. Und wenn ich diese bestimmte Mischung habe, kann ich die Solarzellen machen, die Mischung drauf, und dann die Solarzellen mit verschiedenen Temperaturen machen. Und dann, denke ich, was die beste Backtemperatur ist, und das sind die besten Solarzellen, und neue Kontakte erfunden. Kontakte vergleichen, und wenn sie besser sind, muss ich sagen, sind entweder besser oder schlechter, und wenn sie besser sind, muss ich sagen, wie viel und warum, wenn sie schlechter sind, muss ich sagen, wie viel und warum, und dann schreibe ich die Dissertation und werde Doktor, und das war's.